Als Schalke-Fan hat man es momentan nicht wirklich einfach. Es passieren momentan sehr viele kuriose Dinge auf Schalke. Zumindest eine Sache, die positiv ist, wurde heute bestätigt, nämlich der neue Trainer ist Thomas Reis, der ehemalige Bochum-Coach, hat seinen Vertrag bei Schalke unterschrieben und Schalke und Bochum haben sich auf eine Ablösesumme geeinigt. Trotzdem gab es eine negative Nachricht noch am gestrigen Tag, denn Sportdirektor Rum Schröder ist zurückgetreten und hat den Verein verlassen, wie man auch nimmt, aus persönlichen Gründen. Deswegen ist die Frage nun berechtigt, ist Schalke momentan wirklich ein Chaos-Club? Gibt es dort momentan überhaupt eine Struktur? Besprechen wir das mal in diesem Video. Es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn gerade so viel bei einem Club mitten in der Saison passiert, in Sachen Personal, in Sachen Sportdirektor und vor allem immer wieder Twists und verschiedene Wendungen, was bei den meisten gut geführten Vereinen meiner Meinung nach nicht passieren sollte. Also einfach, wenn eine Unsicherheit besteht, denn nach dem Aus von Frank Kramer, vorhersehbar logischerweise, wurde Thomas Reis jetzt als neuer Trainer vorgestellt, der ehemalige Bochum-Coach, der dort ja auch entlassen wurde diese Saison, wird es also bei Schalke übernehmen. Grundsätzlich eine positive Nachricht, wenn er nicht diese Ruben Schröder-Entlassung oder Rücktritt gewesen wäre, der Sportdirektor, der Schalke ja erfolgreich wieder in die Liga gebracht hat, mit auch einem sehr guten Händchen für Kaderplanung bis eben auf den Trainer Frank Kramer. Und da scheint es an hier auch in diesem Fall ein wenig verschiedene konträre Meinungen gegeben zu haben bei Schalke, weil ich kann mich gut nicht unbedingt vorstellen, dass Schröder hier den Verein verlassen hat aus irgendwelchen anderen Gründen, weil er doch hier eigentlich sehr gute Arbeit geleistet hat in den letzten Jahren. Also schauen wir uns die Lage einfach mal an. Also Schalke 04 steht momentan ohne richtigen Sportdirektor da, haben jetzt wieder einen Trainer, der ja auch auf, wie gesagt, entgegengekommen ist finanziell, dass das auch wirklich klappt zwischen den beiden Clubs. Also das ist zumindest mal ein gutes Zeichen. Also ich bin ein großer Fan von Thomas Reis, finde, er hat aus Bochum wirklich das Maximum rausgeholt, hat ja auch den Klassenerhalt geschafft mit den Bochumern und denke, dass er zumindest für die Aufgabe der Richtige sein kann. Trotzdem, wenn man sich den Kader von Schalke 04 anschaut, wird es nicht einfach. Innenverteidiger-technisch schaut es momentan wirklich nicht sehr gut aus. Sepp Vandenberg ist verletzt, Leo Greimer ist verletzt und man hat nicht wirklich eine gute Verteidigung im Moment. Auch generell gibt es weder vorne noch hinten, auch im Tor, keine guten Nachrichten, denn Schwoll hatte letztens gegen Hertha auch einen ziemlich schlimmen Patzer drin gehabt. Also die Mannschaft, der schreit ja wirklich nach Abstieg. Deswegen ist ein Trainer wie Thomas Reis vielleicht auch der Richtige, der jetzt wirklich diese Mannschaft zusammenraufen muss und eben für diesen Stil-Klassenhalt auch vorbereiten muss. Die Frage wird nur sein, wer wird sich um das Sportliche kümmern, also als Sportdirektor. Ruben Schröder ist nun offiziell weg, vielleicht geht er ja zu Gladbach, wird zumindest spekuliert, aber es gibt momentan keinen Sportdirektor auf Schalke und da gebe ich auch keine Scouting-Abteilung, denn die hat Ruben Schröder mitgenommen. Also es ist wirklich chaotisch, was da momentan passiert und die Schalke-Fans sind zu Recht auch verwirrt, wütend und natürlich auch verstehen die ganze Situation auch nicht wirklich, wie man so chaotisch in der Saison, mitten in der Saison handeln kann, denn wie gesagt, bis auf die Einstellung jetzt von Thomas Reis ist der Verein relativ Chaos geschüttelt und auch aus meiner persönlichen Sicht sehe ich da momentan nicht wirklich viel Ruhe, die einkehren kann. Wie gesagt, Thomas Reis hat auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe, denn man ist ja Tabellenletzter, spielt jetzt gegen den SC Freiburg, der momentan eine super Saison spielt. Also es gibt sichere einfache Aufgaben, aber wie gesagt, Thomas Reis hat diese Aufgabe jetzt übernommen und er ist sich auch dieser bewusst, hat es ja auch in verschiedenen Zitaten auch gesagt, dass das einfach eine schwere Situation für den Traditionsklub ist und dass er auch diese annehmen wird. Ja, also viel Glück auf jeden Fall Thomas Reis, ich bin gespannt, wie er sich auf Schalke tut. Jetzt mal meine Frage an euch, an Schalke-Fans, an Bundesliga-Beobachter. Wie schätzt ihr die Situation bei Schalke ein? Findet ihr, dass Thomas Reis die richtige Einstellung war als neuer Trainer? Und was denkt ihr über diese Ruben Schröder-Situation? Glaubt ihr, das war schon länger in der Mache oder einfach eine spontane Reaktion durch die ganzen Misserfolge jetzt in letzter Zeit? Gerne so mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Ja, und falls euch dieses kurze Video zur Situation gefallen hat, gerne Bewertung lassen, gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.